Hi, in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du coole Irisbilder fotografierst und anschließend mit Hilfe von Photoshop zu einem tollen Composing zusammenführst. Da dieses Tutorial recht lange ist, habe ich dir dieses in einzelne Kapitel unterteilt, die du ganz einfach mit Hilfe der YouTube Timeline direkt anspringen kannst. Nun würde ich aber sagen, nehme ich dich als erstes mal mit zu mir ins Fotostudio und zeige dir, wie ich das Ganze fotografiert habe und vor allem, worauf du beim Fotografieren besonders achten solltest. Herzlich willkommen hier bei mir in meinem Studio. Ich habe hier bereits das Setup aufgebaut und bevor mein Model, mein Sohnemann, hier gleich mal Platz nehmen wird, verrate ich dir ganz kurz, wie ich denn das Ganze hier aufgebaut habe, beziehungsweise ja, mit was ich hier überhaupt fotografiere. Fotografieren, ja, das mache ich mit der Sony Alpha 7R IV mit 61 Megapixel, also eine recht gute Kamera und ganz wichtig, einem Makroobjektiv. In diesem Fall wäre das das 70 mm Objektiv von Tamron. Dann habe ich hier noch einen Blitz, zu dem kommen wir gleich noch, und dann habe ich hier noch meinen Laptop, in den ich über das USB-Kabel, das ich hier angeschlossen habe, rein fotografiere. Das mache ich nicht über Lightroom, sondern über Capture One. Ja, das ist natürlich so eine Streitfrage, was man hier lieber hat. Ich fotografiere eigentlich schon lange mit Capture One, da dies relativ stabil läuft. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Tutorial. Also nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren. Gut, aber wie gesagt, zurück zum Thema. Von der Kamera, die habe ich so eingestellt, dass ich hier wirklich alles manuell einstellen muss. Das heißt, ich habe den manuellen Modus eingestellt, den Weißabgleich auf manuell eingestellt, habe eine Verschlusszeit von einer 160 Sekunde gewählt und dann habe ich noch eine Blende 9 eingestellt. Lieber wäre mir im Prinzip sogar noch eine höhere Blende, also Blende 13, Blende 16 oder noch höher. Aber dann müsste ich hier mit diesem Blitz so extrem aufblitzen, dass das für das Model eigentlich nicht wirklich angenehm ist. Ich denke auch hier schon, hier ist der Blitz auf halbe Leistung eingestellt. Hier ist das auch schon am, ja, am Schmerzpunkt der Erträglichkeit. Aber ich möchte ja natürlich auch nicht, dass mein Sohnemann nachher einen folgenden Schaden von diesem Shooting davonträgt. Deswegen, wie gesagt, bin ich hier nicht auf volle Leistung, sondern rein nur auf halbe Leistung dieses 500 Watt Blitzes. Das reicht auch schon, wenn ich hier mit einer Blende 9 fotografiere. Mit der ISO könnte ich natürlich auch noch höher gehen, aber dann hätte ich natürlich zu viel Bildrauschen. Gut, ansonsten zu beachten ist, dass du hier, ich nehme das mal kurz ab, hier eine möglichst kleine Lichtquelle hast. Normalerweise sage ich ja immer zu Porträtfotografie, da sollte man eher eine größere Lichtquelle haben, damit das Licht nicht so hart ist, außer man macht Charakterporträts oder ähnliches. Aber gerade bei Beauty-Sachen oder so, da sollte man eher, ja, ich sage mal, eine große Lichtquelle haben. Hier, damit ich relativ wenig geringe Reflexion im Auge habe, habe ich mich für so einen Snoot-Aufsatz entschieden. Im Prinzip kannst du das Ganze ja auch mit einem Handy und einer Taschenlampe machen. Allerdings ist dann die Qualität nicht ganz so gut. Gut, wie gesagt, wichtig, die Lichtquelle sollte möglichst klein sein und deswegen habe ich mich hier für diesen Snoot, so nennt man das Ganze, entschieden und mit dem werde ich nachher gleich so seitlich ins Auge meines Sohnes rein fotografieren und das mache ich aus folgendem Grund, denn wenn ich den Blitz jetzt im Prinzip hier hätte und würde direkt oder sagen wir mal mit einem 45 Grad Winkel, wie man das sonst in der Fotografie macht, auf das Model rauf fotografieren, dann hätte ich zum einen das Problem, dass die Reflexion größer ist und zum anderen, dass ich keine schöne Struktur im Auge habe. Deswegen habe ich den wirklich komplett, ich muss das wahrscheinlich nachher nochmals nachjustieren, habe ich den komplett schräg hier so reingestellt, damit das Auge möglichst viel Struktur nachher auf dem Bild zu erkennen hat. Gut, das ist im Prinzip das ganze Setup. Ich fotografiere hier natürlich auch noch auf einem Stativ. Das ist auch sehr wichtig, da ich hier wirklich sehr, sehr geringe Tiefenschärfe habe und hier nicht allzu sehr verwackeln möchte. Im Prinzip kannst du das dann folgendermaßen machen. Ich habe hier zum Beispiel am Objektiv dann auch noch das Ganze auf manuellen Fokus eingestellt, damit ich hier wirklich nur minimale Bewegungen machen muss, beziehungsweise hier am Objektiv selbst drehen muss, damit ich hier die Schärfe selbst bestimmen kann. Alternativ kannst du dein Model auch noch bitten, ich mache das mal kurz vor, ich nehme hier mal kurz die Kamera weg, damit man das besser erkennen kann. Also sehr gut ist, wenn dein Model hier irgendwo ja, mit dem Kinn oder ansonsten irgendwie sich aufstützen kann. Dann werden wir das nachher gleich so machen, ich zeige das nachher gleich, sobald mein Sohn da ist. Hier bittest du dein Model einfach sich so abzustützen und dann kann es sein, ja, dass entweder dein Model oder du mit der Kamera etwas nach vor oder zurück wirklich, das ist eine Millimeterarbeit. Hier musst du wahrscheinlich mehrere Bilder machen, um das wirklich scharf hinzubekommen, dass ihr euch hier also
so aufeinander etwas abstimmt und dann kannst du hier mehrfach einfach ins Auge rein fotografieren. Ich würde dir empfehlen, wenn du sowas machst, dann mach dazwischen auch ab und zu mal eine Pause und bitte das Model etwas rauszugehen oder schalte das Licht ein, damit sich das Auge deines Models wieder erholen kann. So, ich stehe hier nochmals kurz auf. Zu allerletzt möchte ich nämlich noch dazu sagen, dass der Raum möglichst dunkel sein sollte. Denn wenn der Raum jetzt recht hell ist oder du zum Beispiel Fensterscheiben oder sonstiges hier in deinem Studio hättest, ja, dann ist das Problem, dass sich auch diese Sachen reflektieren und das solltest du möglichst vermeiden. Deswegen, wie gesagt, schau, dass alles möglichst dunkel ist, zieh dich am besten noch dunkel an und dann sollte das mit der Fotografie so hinhauen. Nun würde ich aber sagen, bitte ich gleich noch mein Model rein, dann zeige ich dir noch ganz kurz, wie ich das Ganze im Live-Shooting fotografiert habe. Damit ich beim Fokussieren nachher keine Probleme habe, habe ich das Ganze auf manuellen Fokus gestellt und dann so lange am Objektiv gedreht, bis ich eine 1:1 Vergrößerung hatte. Nachdem ich auch das gemacht hatte, konnte das Fotografieren losgehen. Ich habe einfach mein Stativ dementsprechend eingestellt, also nach oben und nach unten, bis ich das Auge schön gesehen habe und bin etwas nach vor und zurück gegangen, um schön auf das Auge zu fokussieren. Wenn du das Ganze dann schön scharf hast, dann sollte sich dein Model möglichst wenig bewegen. Du kannst dann auslösen und kannst am Laptop kontrollieren, ob das Licht passt. Ansonsten einfach nochmals kurz nachjustieren, die nächsten Bilder machen und so lange den Blitz verschieben, bis das Ergebnis dann schlussendlich auch wirklich perfekt ist. So, nachdem ich nun die Iris-Bilder geschossen habe, also ich habe hier, wie du oben sehen kannst, mehrere solche Bilder gemacht und zwar mit jedem meiner Familienmitglieder, habe ich nun diese Bilder hier in Photoshop geöffnet und nun geht es zur Bearbeitung. Als allererstes Mal möchte ich im Prinzip hier nur die Iris haben und den Rest, den möchte ich im Prinzip einfach weglöschen. Deswegen gehe ich hier oben hin, dann nehme ich hier mit einem Rechtsklick das Auswahl-Ellipse-Werkzeug und mit gedrückter Shift-Taste, also das ist die Hochstelltaste, mit der du zum Beispiel große Buchstaben schreibst, kannst du hier nun klicken und das Ganze dann einfach hier so rum aufziehen. Solltest du hier, so wie ich das gerade auch gemacht habe, an einer nicht ganz so exakten Stelle sein, dann hältst du am besten zusätzlich noch die Leertaste gedrückt und kannst so deinen Kreis dann dementsprechend verschieben. Ich würde dir empfehlen, hier etwas vom Rand wegzunehmen, damit du hier keine solchen unschönen Überstrahlungen hast. Und dann kannst du im Prinzip die Taste und die Maus loslassen und kannst hier unten einfach auf das Maskensymbol klicken und schon hast du deine Iris so freigestellt. Gut, die Maske, die behalte ich jetzt mal und den Hintergrund, den fülle ich mir jetzt gleich mal mit schwarzer Farbe. Doch zunächst muss ich natürlich eine neue leere Ebene erstellen, das mache ich hier unten und diese Ebene ziehe ich mit gedrückter Maustaste unterhalb der Ebene mit der Iris. So, nun stelle ich hier das Ganze auf schwarz, also hier klicke ich da drauf. Alternativ könntest du auch den Buchstaben D auf deiner Tastatur drücken. Und nun über Alt und die Löschtaste fülle ich das Ganze nun hier mit schwarz. Nun werde ich das hier mal so beschneiden, damit ich hier nicht so viel vom Hintergrund habe. Also gehe ich hier aufs Freistellungswerkzeug, dann werde ich hier mal einfach auf Löschen klicken und dann hier das Ganze dementsprechend so zuschneiden, wie mir das dann im Endeffekt in etwa passt. Also ich würde mal sagen, ich mache hier mal so eine fast quadratische Form und bestätige das hier über das Häkchen. Gut, nun zoome ich etwas näher rein und nun geht es darum, hier diese unschönen Stellen loszuwerden. Also hier habe ich zum Beispiel einen Teil der Wimper drin, hier habe ich die Reflexion meines Blitzes, den ich dir vorhin gerade gezeigt habe und hier oben habe ich auch noch ein paar Wimpern. Das Ganze kannst du natürlich genauer oder ungenauer machen. Umso genauer du das machst, umso schöner wird natürlich das Endergebnis. Ich mache das hier, damit das Tutorial nicht allzu lang wird, nicht ganz so genau, aber ich zeige dir mal, welche Schritte du hier machen musst, um hier ein relativ sauberes Ergebnis zu erhalten. Also ich klicke hier mal auf diese Ebene mit dem Auge. Und nun werde ich mir eine neue leere Ebene erstellen, indem ich hier nochmals auf das Plus-Symbol klicke, schnappe mir dann aus der Werkzeugpalette hier links den Bereichsreparaturpinsel und werde nun hier einfach über die Stellen drüber malen, die mir hier nicht gefallen. Also das wäre hier diese Wimpern. Ich zoome dann hier noch etwas näher rein, mache den Pinsel etwas kleiner und werde dann hier immer recht kleinweise hier diese einzelnen Stellen einfach drüber malen. Ich würde mal sagen, ich mache das jetzt mal etwas schneller, also ich spule hier mal vor und dann melde ich mich gleich wieder, sobald ich hier ein relativ sauberes Ergebnis habe. So,
die ärgsten Schnitzer bzw. die ärgsten Sachen habe ich hier jetzt mal so grob beseitigt. Ich zeige dir das mal im Vorher-Nachher-Vergleich. Und nun möchte ich das Ganze mit der unteren Ebene verrechnen, damit ich hier nur mehr eine Ebene habe. Bevor ich das allerdings mache, werde ich hier mal die Maske anwenden. Ich mache in dem Fall einen Rechtsklick auf das Maskensymbol und dann werde ich hier auf Ebenenmaske anwenden gehen, um hier die Maske so verrechnen zu lassen. Dann klicke ich wieder auf Ebene 2, die wir vorhin erstellt haben, und werde Steuerung bzw. Kommando und E drücken, um das Ganze hier so zu verrechnen. Somit habe ich im Prinzip, ich mache mal die untere Ebene weg, habe ich hier so das Auge. Hier siehst du, hier bin ich beim Retuschieren etwas rausgekommen. Das macht aber nichts. Hier nehme ich einfach dann nochmals ganz kurz das Ellipse-Werkzeug und fahre hier einfach nochmals um das Auge rum. Alternativ könntest du auch noch, das habe ich vergessen zu sagen, könntest du dir auch noch hier, wenn du das zum ersten Mal machst, diese Ebene bzw. hier diese Auswahl auch noch als Auswahl speichern. Dann musst du dir das Ganze nicht nochmals antun, sondern kannst hier über Auswahl laden, dann einfach nochmals hier das Ganze ja, so laden und musst hier nicht nochmals das Ganze abfahren. Habe ich leider vergessen selbst zu machen, deswegen muss ich mir das hier nochmals antun. Nun werde ich die Auswahl umkehren und über Entfernen einfach hier den Rest nochmals weglöschen. So, auch das innere Teil, das könnte ich im Prinzip auch weglöschen. Hierfür werde ich einfach auch einen Kreis auswählen und dann hier mit gedrückter Shift-Taste und der Leertaste hier das Ganze nochmals anpassen. Ich glaube, die Shift-Taste lasse ich hier sogar noch los, denn hier ist das Ganze nicht komplett rund, sondern eher ellipseförmig. Und dann lasse ich hier ein kleines Stückchen vom Schwarz noch dran und drücke auch hier die Entfernen-Taste. Und dann habe ich auch hier das innere Teil weggelöscht. So, den Hintergrund, den kann ich mir wieder hier aktivieren. Und nun geht es darum, hier dieses Teil, also diese Reflexion des Blitzes loszuwerden. Das geht im Prinzip recht einfach. Und zwar werde ich hier einfach das Lasso-Tool wählen. Dann nehme ich hier einen großen Bereich des Auges her. Der darf ruhig groß genug sein. Und dann drücke ich hier einfach Steuerung bzw. Command J, um diesen Teil auf eine separate leere Ebene zu bekommen. Drücke Steuerung bzw. Command und T, um das Ganze zu transformieren und werde hier das Ganze nun so drehen und dann einfach hier so über diese Stelle drüber schieben. Das muss nicht ganz exakt sein, aber natürlich umso genauer du arbeitest, umso besser. Gut, wenn du das dann so hast, drückst du auf dieses Symbol, also diesen Haken. Und nun machst du am besten hier eine schwarze Maske auf diese Ebene, indem du mit der Alt-Taste hier aufs Maskensymbol klickst und somit ist hier im Prinzip diese Ebene ausgeblendet. Mit einem weißen Pinsel, also hier den Pinsel auswählen, dann hier auf Weiß gehen und einer Deckkraft von 100% kannst du dann einfach hier drüber malen und schon verschwindet wie von Zauberhand hier dieser Fleck. Das Ganze ist hier etwas unschärfer, deswegen werde ich auch hier wahrscheinlich das Ganze noch etwas weichzeichnen. Ich schaue mal, wie weit ich hier raufgehe. Ich denke, so in etwa ist das eh schon recht gut. Hier kann ich noch ein bisschen wegmalen mit der schwarzen Farbe. So, und dann werde ich das Ganze, wie gesagt, etwas weichzeichnen. Ich klicke hier in dem Fall auf diese Ebene selbst, gehe dann auf Filter, Weichzeichnungsfilter und dann den Gaußschen Weichzeichner. Hier wähle ich, ich sage mal, ja, schauen wir mal mit 2 Pixel, da kommt das recht gut hin. Vielleicht sogar 2,5. Ja, da passt das recht gut. Und so sollte das im Prinzip keinem mehr ja, irgendwie auffallen, der nicht vorhin gewusst hatte, dass hier so ein Fleck war. Somit haben wir mal die Grundbearbeitung geschafft. Ich werde auch hier diese Ebene auf die untere Ebene zusammenrechnen lassen, indem ich Steuerung bzw. Kommando E drücke und somit haben wir schon mal eine relativ saubere Iris. Wer nun die Nick Filter Collection hat, der kann hier diverse Filter anwenden, das werde ich gleich machen. Oder falls du diese Nick Collection nicht hast, denn die ist kostenpflichtig, dann kannst du hier im Prinzip den Kontrast erhöhen, indem du einfach hier auf die Gradationskurve hier draufklickst und dann hier so eine S-Kurve aufziehst, damit das Ganze noch kontrastreicher ist. Wenn du die Nick-Filter hast, dann werde ich hier das Ganze mal löschen. Dann zeige ich dir, wie das mit den Nick-Filtern funktioniert. Also ich drücke Steuerung bzw. Command und J, um hier diese Ebene zu duplizieren. Gehe dann hier oben auf Filter und dann habe ich hier die Nick-Collection. Color Effects Pro 4 nehme ich daher. Und dann werde ich 2 Filter über dieses Bild drüber laufen lassen. Einmal, ich habe das hier unter Favoriten gespeichert, einmal den Detail-Extraktor. Der hebt die ganzen Details noch mehr hervor. Das werde ich mit OK bestätigen. Das dauert nun einen kurzen Moment
und dann werde ich das Ganze allerdings wahrscheinlich in der Deckkraft noch etwas reduzieren. So, nun siehst du, hier habe ich etwas mehr Details im Bild und das Ganze wird natürlich auch etwas heller. Das ist ein kleiner Nachteil, aber wie gesagt, ich werde hier das Ganze von der Deckkraft noch etwas runter reduzieren, sagen wir so auf 48%, da passt das ganz gut. Dann werde ich hier das Ganze mit der unteren Ebene nochmals zusammenfassen, indem ich Steuerung bzw. Kommando und E drücke. Und nun gehe ich nochmals unter die Filter, Nick Collection, Color FX Pro 4 und hier werde ich nun gleich den Tonalkontrastfilter anwenden. Den habe ich hier auch unter Favoriten. Und dann werde ich hier ein paar Werte verändern mit den Spitzlichtern. Da gehe ich etwas weiter nach oben. Die Mittelwerte, ja, die lasse ich so bei ca. 20%. Und bei den Schwarzwerten, da schauen wir mal, was sich da tut. Ja, da kann ich so auf die knapp 40% gehen. Ich mache das meistens so in meinen Bildern, dass ich so eine C-Kurve hier habe. Also das heißt, die Spitzlichter etwas höher, die Mitteltöne ja so ein klein wenig angehoben. Und die Schatten, die nehme ich dann etwas höher als die Spitzlichter. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich mache das, wie gesagt, so und bin mit dem Ergebnis dann meist recht zufrieden. Aber auch hier werde ich wahrscheinlich mit der Deckkraft etwas weiter runtergehen, damit das Ganze nicht ganz so extrem wird. Also schauen wir mal, was hier Nick Collection macht, wenn sie fertig gerechnet hat. Und dann werde ich, wie gesagt, hier wahrscheinlich etwas zurückgehen. Schauen wir das Ganze im Vorher-Nachher-Vergleich nochmals kurz an. So sah das ohne die Collection aus und so sieht das mit der Nick Collection aus. Finde ich recht gut vom Ergebnis her und somit kann ich im Prinzip nun diese drei Ebenen zusammenfügen, indem ich immer STRG E und nochmals STRG E drücke. Als kleiner Tipp würde ich das Ganze dann noch als PSD-Datei, also als Photoshop-Datei abspeichern, damit du das Ganze dann auch hier mit separaten Ebenen hast. Und dann mache ich das nachher mit den restlichen Augen. Und sobald ich das erledigt habe, würde ich sagen, melde ich mich in Kürze gleich bei dir wieder und zeige dir, wie man aus diesen Irisbildern dann ein recht cooles, kreatives Composing erstellt. Gut, nachdem ich nun die einzelnen Irisbilder bearbeitet habe, ich zeige dir das mal ganz kurz, so sehen die einzelnen Bilder aus. Möchte ich ein Gesamtbild erstellen, das einen recht coolen, ja, so einen Explosions- oder Splitter-Effekt hat. Und hierfür mache ich als erstes mal eine neue Datei. Also ich gehe hier oben auf Datei, neu und kann nun das Format meiner Wahl einstellen. Ich nehme hier mal Zentimeter und gebe dann, ich möchte das recht groß haben, vielleicht hänge ich das mal auf einer Wand auf und möchte das mit 80 x 60 cm und einer Auflösung von 300 dpi haben. Ich gehe nun auf Erstellen und nun werde ich das Ganze mal, also den Hintergrund, mit schwarzer Farbe füllen, indem ich hier Schwarz als Vordergrundfarbe eingestellt habe und dann Alt und die Löschtaste, also die Taste, mit der du einzelne Buchstaben löscht, drückst und nun habe ich hier einen schwarzen Hintergrund. Als nächstes muss ich jetzt nun die einzelnen Irisbilder reinbekommen. Das mache ich, indem ich hier auf das erste Bild klicke. Wichtig ist, dass du auch hier die richtige Ebene eingestellt hast, also zur Sicherheit einfach hier nochmals auf diese Ebene klicken, dann die Maustaste gedrückt halten und einfach hier in das neue, ja, in das neue Bild reinziehst. Das habe ich gemacht, nun mache ich das mit den nächsten Bildern, also auch hier anklicken, reinziehen, loslassen und die letzten zwei noch anklicken, reinziehen und loslassen. Und dann haben wir noch eines und somit haben wir dann hier alle Bilder bzw. alle Irisbilder in dem Gesamtbild drinnen. Nun kannst du das natürlich auch noch anpassen, wie du möchtest. Wichtig ist hier auch das Verschiebewerkzeug eingestellt zu haben und nun werde ich das hier einfach mal so irgendwie hinplatzieren, wie mir das gerade gefällt. Hier ist es auch noch wichtig, dass ich hier natürlich ein paar Schnittpunkte habe, denn hier müssen ja nachher unsere Explosionen, also unsere Augen aufeinander prallen und hier haben wir dann nachher unsere Explosionen drin. Gut, das habe ich jetzt nun so recht gut gemacht. Ich würde sagen, ich mache das Ganze vielleicht noch etwas kleiner. Deswegen werde ich hier diese ganze Ebenen mit der gedrückten Hochstelltaste hier anwählen, STRG T drücken bzw. Command T auf dem Mac drücken und das Ganze etwas kleiner ziehen. So und etwas mittiger möchte ich das haben. Und dann, wenn ich das so habe, dann werde ich hier das Ganze über das Häkchen bestätigen. Das wäre der erste Schritt. Nun müssen wir natürlich den Explosionseffekt machen. Dieser geht im Prinzip recht einfach. Ein Video mit so einem ähnlichen Effekt habe ich auch schon mal bei einem Porträtbild gemacht. Dieses Video blende ich dir natürlich ein, beziehungsweise packe es wie immer unten in die Beschreibung rein. Gut, bevor ich noch zum nächsten Punkt komme, was ich dir noch in die Beschreibung reinpacke, das sind die Pinselspitzen, die wir gleich für diesen Explosionseffekt brauchen. Also ganz einfach unten in die Beschreibung reinklicken und dann die dementsprechenden Pinselspitzen einfach downloaden. Und wenn du das hast,
Dann hast du hier zum Beispiel zwei solche Ordner. Wenn du den ersten hier anwählst und hier einen Doppelklick machst, dann lädt der automatisch in Photoshop rein. Und wenn du nun zum Beispiel den Pinsel nimmst, einen Rechtsklick machst, dann kannst du hier ganz unten die neuen Explosionsbrushes finden. Diese werden wir auch gleich verwenden und ich werde hier als erstes mal eine aussuchen, diese hier anklicken und dann siehst du hier schon in der Vorschau, wie das Ganze aussieht. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass du hier natürlich auch die Größe verändern kannst. Hier würde ich dir auch empfehlen, etwas zu variieren und auch hier die Drehung der Pinselspitzen kannst du hier über dieses Rädchen hier einstellen. Also ich mache mal größer, damit du das besser siehst. Wenn ich das Ganze so rüber haben möchte, dann wähle ich einfach hier diesen Pfeil aus und drehe das dementsprechend in die passende Richtung hin. Noch ein Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass du hier am besten eine leere Ebene machst für diese Pinselspitzen. Das Ganze natürlich mit schwarzer Farbe machst, da wir ja hier auch einen schwarzen Hintergrund haben. Und dann ist es wichtig, dass du die dementsprechende Ebene auch noch mit der dementsprechenden Iris-Ebene verknüpfst. Das hat nämlich den Vorteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Ganze nicht verknüpfen würde und ich male hier einfach mal so rein, dann geht dieser Effekt über beide Augäpfel bzw. über beide Irisbilder drüber. Da ich das Ganze allerdings nur immer auf eine Iris angewendet haben möchte, mache ich Folgendes. Ich nehme hier zum Beispiel diese Ebene, dann sehe ich, dass hier diese Iris in dieser Miniatur ist. Deswegen ziehe ich hier einfach diese Ebene mit der dementsprechenden Pinselspitze direkt oberhalb dieser Iris-Ebene hin und werde dann hier mit einer Schnittmaske, also ich drücke hier Alt und werde hier klicken, habe ich das Ganze miteinander verknüpft. Darum habe ich nämlich hier den Vorteil, dass wenn ich hier nun male, das andere Auge im Prinzip nicht beeinflusst wird. Gut, hier werde ich wieder eine neue Pinselspitze wählen, dann schaue ich mal, wie das hier so wirkt. Ja, ich glaube, ich muss das hier noch etwas drehen. Mach das etwas kleiner, das war etwas zu klein, sagen wir mal so. Und dann fange ich einfach da an, wo sich hier diese zwei Iris überlappen. Da werde ich hier das Ganze reinmalen. Natürlich werde ich hier wieder variieren und male mir hier einfach so dementsprechend rein, bis mir das vom Muster her gefällt. Auch hier muss ich wahrscheinlich das Ganze nochmals drehen. Also hier einfach hinfahren, das Ganze etwas rüberdrehen und dann auch hier wieder schön reinmalen. Wie du siehst, habe ich dann hier, ich gehe mal etwas näher rein, habe ich dann hier auch schon einen schönen Effekt. Allerdings möchte ich den doch etwas weiter nach innen bekommen, deswegen werde ich das hier mal mit dem Radiergummi ganz einfach oben wegmalen, denn hier möchte ich im Prinzip den Effekt nicht so stark haben, sondern rein nur da, wo das Ganze aufeinander trifft. So in etwa, wie du siehst, muss man sich da etwas vortasten. Ich nehme hier wieder den Pinsel mit der schwarzen Farbe und werde auch hier wieder eine etwas andere Pinselspitze nehmen, das Ganze wieder etwas in die dementsprechende Richtung drehen und so arbeite ich mich Stück für Stück dementsprechend dem Bild vor. Hier musst du etwas, wie gesagt, variieren. Das Ganze mache ich natürlich auch mit der rechten Iris und mit den anderen Iris. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Also ich nehme jetzt hier die rechte obere her, mache oberhalb dieser Iris eine neue Ebene, werde diese mit der Alt-Taste hier verknüpfen und nun male ich einfach oberhalb dieser Iris-Ebene rein. Also ich mache auch hier den Pinsel etwas kleiner und male hier einfach wieder Stück für Stück einfach das Ganze rein. Da das jetzt nicht wirklich so spannend ist, würde ich mal sagen, mache ich das jetzt einfach mal, bis ich hier das Ganze mit den einzelnen Iris so dementsprechend habe. Und dann würde ich sagen, dann melde ich mich in Kürze bei dir wieder. Gut, nachdem ich nun hier diese ganzen kleineren Absplitterungen hier durchgeführt habe, möchte ich noch etwas mehr Dramatik reinbekommen und möchte hier noch eine etwas größere Absplitterung hier ins Bild bekommen. Hierfür mache ich einfach eine neue leere Ebene, also ich klicke hier aufs Plus-Symbol. Dann werde ich das Ganze allerdings nicht verknüpfen, denn ich möchte das ja über das Gesamtbild haben. Und nun werde ich mit Schwarz als Vordergrundfarbe, so wie ich das gerade gemacht habe, und einem anderen Pinsel, das wären hier diese 20 Explosionsbrushes, die du mit der zweiten Datei mitgeliefert bekommst, und werde hier diese auswählen. Dann werde ich hier den Pinsel etwas verkleinern. Ich mache mal hier 900 Pixel und immer da, wo diese Iris aufeinandertreffen, hier in der Mitte klicke ich dann einfach rein, um hier eine noch größere Absplitterung reinzubekommen. Auch hier werde ich dann den Pinsel wieder variieren. Hier gehe ich mal auf 1000 Pixel und dann klicke ich hier mal rein und habe somit etwas mehr
Dramatik ins Bild reinbekommen. Hier werde ich den Pinsel dann auch noch etwas nach unten drehen, um das hier nach unten auch noch absplittern zu lassen. So, und dann sieht das schon recht gut aus. Dasselbe mache ich natürlich auch noch mit den restlichen Stellen, also auch hier das Ganze dementsprechend verkleinern. Ob das jetzt 1000 oder 900 Pixel sind, das kommt natürlich auf die Auflösung deines Bildes drauf an. Ich werde hier auch das Ganze mal 1100 probieren, hier reinklicken und vielleicht, ja, drehe ich den noch ein wenig. So, und klicke hier noch ins Bild und somit habe ich dann hier wirklich große Löcher im Bild drin. Ich zeige dir das mal. So sieht das dann mit diesen Ebenen aus. Hier kannst du natürlich das Ganze so machen, wie es dir gefällt. Ich würde mal sagen, so passt mir das recht gut. Und nun kommen die separaten Splitter ins Spiel. Hierfür mache ich einfach Folgendes. Ich werde hier auf die unterste Iris gehen. Du kannst die Iris wählen, die du haben möchtest. Das ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt einfach mal die unterste. Drücke Steuerung bzw. Command und J, um diese Ebene zu duplizieren. Und nun ist es wichtig, dass du hier nicht diese verknüpfte Ebene wegnimmst, sondern hier die unterste Ebene anklickst, diese dann mit gedrückter Maustaste ganz nach oben ziehst, also dass diese in der Ebenenreihenfolge ganz hier oben liegt, und dann über Steuerung bzw. Command und T kannst du das Ganze dann dementsprechend vergrößern. Hier kannst du wirklich recht groß gehen, ja, vielleicht nicht ganz so groß, damit das nicht zu pixelig wird, aber dass du hier eine schöne Abdeckung bekommst. Ich werde das auch noch etwas drehen, damit das nicht exakt so aussieht wie das Original. Hier diese Stelle passt mir eigentlich recht gut. So, und drehe das einfach mal hier an diese Stelle hin. Dann bestätige ich das, werde nun, damit ich das nicht sehe, das Ganze mit einer schwarzen Maske erstellen. Also ich klicke mit der Alt-Taste hier auf das Maskensymbol, um hier diese Ebene nochmals zu deaktivieren. Nehme mir nun einen weißen Pinsel, also hier sollte weiß als Vordergrundfarbe sein. Und nun kann ich mit denselben Einstellungen bzw. mit denselben Pinselspitzen, die ich gerade verwendet habe, kann ich hier reinklicken und bekomme dann hier solche Splitter rein. Ja, das kann ich natürlich auch wieder variieren. Ich kann auch hier natürlich die vorher verwendeten Explosionsbrushes verwenden. Also zum Beispiel probieren wir hier einfach mal, ja, ich probiere jetzt mal diese hier aus und dann bekomme ich auch hier solche Explosionen mit ins Bild. Du kannst hier auch noch, wenn du möchtest, die Deckkraft dementsprechend regulieren. Ich würde dir empfehlen, hier nicht zu weit runter zu gehen, damit das nicht zu durchsichtig wird. Und wenn du möchtest, beziehungsweise damit du mehr Variation ins Bild bekommst, würde ich dir empfehlen, hier dann auch nochmals eine andere Ebene zu nehmen. Zum Beispiel nehme ich hier mal diese Iris-Ebene, drücke wieder Steuerung bzw. Command und J, um das Ganze hier zu duplizieren. Dann ist es auch hier natürlich wichtig, wieder die untere Ebene zu nehmen, diese ganz nach oben zu ziehen, also wirklich ganz nach oben, Steuerung bzw. Command T zu drücken, das wieder etwas zu vergrößern. Dann kannst du, wenn du möchtest, das noch etwas drehen. Ich würde sagen, ich möchte jetzt das Ganze hier haben. Vielleicht mache ich das noch etwas größer. Eine schwarze Maske hier ranpacken und dann einfach auch noch hier ins Bild so reinmalen. Ja, das war jetzt keine schöne Pinselspitze, aber ich denke, du siehst, wie das Ganze funktioniert. Und so machst du das Ganze dann auch wieder hier übers gesamte Bild. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann würde ich sagen, dann melde ich mich gleich in Kürze nochmals bei dir wieder, um noch den letzten Feinschliff hier mit dir zu besprechen. Gut, wie du sehen kannst, habe ich hier nun einige Ebenen gebraucht, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu bekommen. Aber ich denke, die Mühe hat sich gelohnt und bin so, wie gesagt, mit dem Ergebnis schon mal zufrieden. Ich würde dir hier einfach empfehlen, etwas mehr Zeit zu investieren, damit das Ganze auch dementsprechend wird. Aber kommen wir nun zum Feinschliff. Denn ich möchte hier, damit der Hintergrund nicht ganz so, ja, ich sag mal, lahm aussieht, möchte ich hier noch ein paar Effekte einbauen. Und zwar möchte ich, dass ich hier hinten auch noch ein paar so Absplitterungen habe, die allerdings etwas mehr Tiefe ins Bild reinbekommen. Und deswegen mache ich Folgendes. Ich mache jetzt eine neue leere Ebene, dann klicke ich hier unten auf die Vordergrundfarbe und klicke nun hier irgendwo ins Bild der Iris rein. Ich würde mal sagen, ungefähr hier. Du siehst eh hier in der Vorschau, was du für eine Farbe anwählst. Schauen wir mal. Ich denke, ja, die Farbe passt recht gut. Dann brauche ich noch eine passende Hintergrundfarbe. Ich klicke hier auf die Hintergrundfarbe, wähle hier noch eine andere Farbe aus. Diese, ja, sollte nicht genauso sein wie die andere. Ich probiere es mal mit der Farbe. Und dann gehe ich nun hier aufs Verlaufswerkzeug
und wähle hier unter Grundlagen Vordergrund zu Hintergrundfarbe aus. Ob du jetzt hier den ersten oder zweiten Verlauf nimmst, das spielt im Prinzip keine große Rolle. Ich nehme jetzt mal den ersten Verlauf hier und ziehe dann mit gedrückter Maustaste hier einfach mal so einen Verlauf übers Bild. Schauen wir gleich mal, ob das so funktioniert, denn ich werde nun eine neue Ebenenmaske, also eine schwarze Ebenenmaske hier hinzufügen, mit Alt und aufs Maskensymbol geklickt, verschwindet nun diese Ebene. Nun nehme ich mir wieder meinen Pinsel mit Weiß als Vordergrundfarbe und kann nun mit einer recht großen Pinselspitze hier einfach mal ins Bild reinmalen. Ja, die Deckkraft, die habe ich allerdings hier auf 40%. Ich mache das nochmals rückgängig. Ich gehe hier mit der Deckkraft auf 100%, klicke hier ins Bild und nun siehst du, habe ich hier solche Spritzer. Die sehen jetzt allerdings noch etwas zu scharf aus, aber wir werden die gleich noch weicher bekommen über diese weiche Kante der Ebenenmaske. Also, ich mache hier wieder einfach so ein paar Spritzer rein, wie ich denke, dass das passen könnte. Ich versuche das mal mit diesem Pinsel her. Den nehme ich etwas größer, drehe den dementsprechend hin. Versuchen wir es mal auf diese Art. Dann habe ich hier noch etwas. Und dann möchte ich hier in den oberen Ecken noch eine leichte solche Struktur drin haben. Ich nehme hier mal diese Pinselspitze. Hier kann ich auch die Deckkraft natürlich etwas reduzieren. Dann klicke ich einmal, hoppala, jetzt habe ich zweimal geklickt, einmal hier rein und möchte, ich nehme gerade dieselbe Pinselspitze, allerdings drehe ich die jetzt etwas, möchte ich die noch von der Ecke hier haben. Ich gehe von der Deckkraft wieder etwas hoch, so, und habe dann hier solche Spritzer drinnen. Vielleicht könnte ich hier noch was gebrauchen. Wie gesagt, das ist natürlich alles eine Frage des Geschmackes. Ich gehe mal einfach hier hin. Den Pinsel, den muss ich natürlich wieder dementsprechend drehen. Klicke ich einmal hier und den mache ich noch etwas kleiner und probiere mein Glück dann auch noch auf dieser Seite. So sieht das dann schon recht gut aus. Wie gesagt, ich möchte das allerdings nicht so stark hier haben, sondern möchte das jetzt im Prinzip, damit das mehr Tiefeneffekt hat, hier etwas weicher haben. Deswegen gehe ich nun, indem ich auf die Maske klicke, hier mit der weichen Kante etwas weiter nach rechts. Und wie du sehen kannst, habe ich dann hier eine schöne Unschärfe. Nun mache ich mir nochmals eine neue leere Ebene und werde dann dasselbe nochmals machen. Allerdings werde ich hier die Farbe etwas heller machen. Also ich klicke hier auf die Vordergrundfarbe, klicke auf die Hintergrundfarbe und gehe mal in diese Richtung. Ja, vielleicht gehen wir sogar mal ganz ins Helle. Schauen wir mal. Das kann ich sonst immer noch ändern. Dann probiere ich mal mein Glück einfach mal folgendermaßen. Ich mache auch hier einen Verlauf, dann eine schwarze Maske und nun probieren wir das Ganze mal aus. Ja, so sieht das eigentlich schon recht gut aus. Hier mache ich jetzt nur noch ein paar subtile Spritzer hier rein, allerdings mit der vollen Schärfe und mit weniger Deckkraft. Also ich variiere hier einfach mit der Deckkraft, werde das Ganze hier wieder etwas drehen und so kommen wir dann dem Endbild schon sehr, sehr nahe. Also hier unten mache ich auch noch ein paar Spritzer rein, wieder etwas kleiner. Und so habe ich dann schlussendlich, ja, das war jetzt nicht optimal, habe ich schlussendlich nachher dann ein Bild, so wie es mir gefällt. Wenn du jetzt sagst, diese Deckkraft könnte etwas stärker oder schwächer sein, dann kannst du natürlich auch noch über die Ebenendeckkraft das Ganze hier regulieren. Das kannst du natürlich auch mit der vorhergehenden Ebene machen, um so dein Bild optimal anzupassen. Ja, ich hoffe, dieses doch recht lange Tutorial hat dir gefallen und du konntest wieder etwas dazu lernen. Wenn das so ist, dann gib diesem Video doch bitte ein Like und abonniere gleich auch noch meinen Kanal, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Übrigens, was würdest du gerne in Zukunft für Videos auf diesem Kanal sehen? Schreib mir deine Vorschläge einfach unten ins Kommentarfeld. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß beim Erstellen deiner eigenen Irisbilder. Und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder hier bei mir vorbeischaust.